Hallo, liebe Leute von Abendschaft, bis Westen, hier bin ich wieder. Lieber guter Alter, Le Chris. Herzlich willkommen auf meinem Kanal, herzlich willkommen zum kleinen Freitag und natürlich auch herzlich willkommen zurück zu Cross Code. Letztes Mal haben wir fast schon ein bisschen zu einfach eigentlich schon den Dungeon beendet, haben noch eine kleine Zwischenquest erledigt, weil die halt so zur Story dazugehört und nun geht es tatsächlich zum letzten Dungeon, zum großen Grüß-Kajo. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da erwartet und ob uns da irgendwas erwartet. Und ich bin auch sehr gespannt, wie groß der Dungeon ist, ob wir Sachen kombinieren müssen, ob wir Sachen tun müssen, ob irgendwas anderes passiert, wie zum Beispiel beim Raid, was ganz anderes passiert ist, ob noch viel von der Story kommt oder ob wir uns wirklich kurz vor dem Ende befinden. Ich weiß es tatsächlich nicht. Aber wir werden es auf jeden Fall erleben. Eigentlich könnte man sagen, ja, man hat immer so ein gewisses Ingame-Gefühl, so, ja, es sieht so sehr nach Endgame aus und hier und bla. Das hatte ich bei CrossCode schon zweimal. Und jetzt, wo wir vor dem großen letzten Dungeon stehen, denke ich mir so, ja, fühlt sich irgendwie nicht so an, irgendwie, weil man nie so genau weiß, was doch als nächstes kommt und ob das jetzt wirklich das Ende ist oder haben wir jetzt schon den einen Teil der Story beendet? Beenden wir nur das MMO und geht es danach noch weiter? Denn die Story ist ja nun wirklich sehr, sehr, sehr lang. Also von daher, ich weiß es wirklich nicht, ob wir uns bereits am Ende befinden, ob wir während des Dungeon Runs eventuell noch Sachen herausfinden, die mit uns zu tun hat. Oder, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Was ich auch sehr interessant finde, was ich schon ein paar Mal erwähnt habe, dass ja, je weiter man voranschreitet, desto weniger Leute haben irgendwelche Achievements. Und das ist auch tatsächlich am 19. Oktober so gewesen. Wir haben drei neue Achievements bekommen. Einmal Memori. So. Besiege Sethysloth in Gaias Garten. Haben 20,1% der Spieler auf Steam tatsächlich. Also so die niedrigste Prozentzahl, die ich hier sowieso schon bei CrossCode habe. Dann natürlich besiege das Plasma-Phantom im Servita-Tempel 20,9% und nebenbei noch geht nicht, gibt's nicht. Erledige insgesamt 200 Aufgaben. Auch das haben nur 20,6% aller Spieler von CrossCode. Muss man sich mal reintun. Könnte man natürlich sagen, kann man jetzt ein bisschen stolz drauf sein, weil man unter 50% aller Spieler ist, die dieses Spiel besitzen. Weiß ich jetzt nicht, vielleicht liegt es daran, dass das Spiel nicht populär genug ist, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung, müsste ich mal so eine Statistik irgendwie sehen. Ich wüsste halt auch tatsächlich gerne, wie viele Leute das Spiel wirklich durchgespielt haben. Also ja, das ist so der aktuelle Stand. Das ist so für die Statistik, glaube ich, eine ganz witzige Info, denke ich mal, wenn man das mal so durcherzählt. Und apropos durcherzählen. Wir versuchen natürlich auch die Story von CrossCode durchzuerzählen. Und zwar bis zum bitteren Ende. Oder guten Ende. Ich weiß es ja gar nicht, ob es ein Good oder Bad End gibt. Keine Ahnung. Das hoffe ich jetzt mit euch zusammen herausfinden zu können. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß und viel Vergnügen bei CrossCode. Wir laden wieder das Spiel. Sind auf Level 46. Ganz ehrlich, ich würde mich wohler fühlen, wenn wir auf Level 50 wären. Ich glaube, das ist so ein guter Level für den nächsten Dungeon. Aber ja, wir haben jetzt auch ein paar Credits, die wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr schnell wieder runtergehen. Aber so richtig viel besseres Gear habe ich noch nirgendwo gesehen. Also ich habe keinen Markt gesehen, der uns noch besseres Gear anbietet, auch durchs Tauschen nicht. Also von daher sehe ich auch gar nicht die Möglichkeit, besseres Gear zu bekommen. Dann müssen wir wohl damit auskommen, was wir jetzt so haben. Und natürlich hat sich was in unserer Party geändert, denn Tronny musste sich ausloggen, weil er noch Sachen zu tun hatte. Und stattdessen ist Apollo in unsere Party mit reingekommen. Ich bin mal gespannt, wie er und Emilie jetzt irgendwie klarkommen. Die kennen sich ja noch nicht so gut wie Lea und Apollo. Ich bin mal gespannt, ob da irgendwas passiert. Ja, wir sind bei 65 Stunden, 57 Minuten, also wir knacken heute noch die 66. Stunde, haben 138.000 Credits, meine Güte. Und wir befinden uns am Eingang vom großen Grüß-Kajo. Und da gehen wir heute rein. So.
Hier sieht man schon, wie quasi die beiden Seiten des Tempels zusammenlaufen, von dem einen Welle-Tempel und dem anderen Schock-Tempel. Einmal blau und einmal rosa, läuft halt komplett zusammen in der Mitte. Und wir gucken mal, wie das Ganze so aussieht. Bereit für das Rennen von Baume-Bombastike? Ich darf doch bitten. Das ist der große Kryskaio, der heiligste Ort in Gaias Garten. Ah, oui. Seid ihr nun bereit oder nicht? Ja, natürlich. Bereit, wenn ihr seid. Dann lass uns rein. Oha, ich bin gespannt. Lass das Rennen beginnen. Mögen wir Sphiromancer siegreich sein! So ist das, Apollo. Es fängt wieder genauso an wie in den anderen Dungeons zuvor. Hier einmal Schock, hier einmal Welle. Dann machen wir mal nicht so eine große Welle und dann schocken wir das Ganze. Wollen wir mal gucken, wie wir das am einfachsten hinkriegen? Wahrscheinlich. Ach so, alles klar. Ach so. Schon das erste Problem hier. Ja, schon das erste Problem am Start direkt. Fast. Ja, aber so kann ich ja nicht, da passiert ja nichts. Ha, interessant. Oder so. Das ist ja lustig. Wahrscheinlich wäre es von hier am coolsten, aber da ist halt unser toller Zaun. Da passiert also nicht so viel. Das ist ja spannend. Das ist ja spannend. Das muss ja auch eins durchgezogen werden, ne? Aha. War natürlich Schock. Wäre ich jetzt doof? Das hat doch eben auch funktioniert. Bin ich bescheuert? Wir hatten das eben auf der anderen Seite geklappt. Hä? Bin ich doof? Ach so, ich muss es davor machen. Das muss ja. Naja. So. Okay, die Tür ist offen. Oha, wer ist er denn? Einer hat die Wurzeln erreicht. Wird einer versuchen, auch das Dach des Kryskaio zu erreichen? Um dorthin aufzusteigen, wird einer die Meisterschaft von Welle und Schock unter Beweis stellen müssen. Hier geht es also nur um Welle und Schock, okay. Ich werde ihn im Auge behalten. Na, er ist ein lustiger. Direct-Link-Anfrage. Affenmensch, seid ihr dem Affenmenschen begegnet? Ja, bin ich. Was wird das hier? Sollte das nicht ein Rennen sein? Ündop ist das siehst. Warum dann der D-Link? Warum nicht? Ein paar kleine Pausen zwischendurch können nicht schaden. Wir haben doch gerade erst angefangen. Oui, aber ich müsste euch über den Affenmenschen reden. Affen sind so lustig. Lustig?
Dieser Affe überwacht jeden Seeker, der diesen Ort betritt. Eine mysteriöse, aber ehrenwerte Kreatur aus alter Zeit. Na und? Ich finde ihn trotzdem lustig. Ja, okay, gut. Wie du meinst. Nun, lass uns aber endlich mit dem Rennen beginnen. Ja, das war mehr als komplett nicht nötig. Wir haben einen Affenmenschen auf einer Wolke gesehen und der sagt uns, so pass auf, ich beobachte euch. Alle klar. Gut, ich behaupte, wir haben eine weitere neue Aufgabe, die wir zu lösen gedenken müssen. Die Frage ist, wie funktioniert das? Wir haben hier unser Schock-Dingy. Das müsste wieder von der anderen Seite herkommen. Das wäre vielleicht ganz gut. Witzig. Wieso komme ich da? Nein, Sir, gefällt mir nicht. Geht er überhaupt, wenn ich die jetzt hier lang schieße? Geht er dann überhaupt darüber? Er geht in die andere Richtung, okay. Aber die Idee war ja da, irgendwie. Die Frage ist aber, wie senke ich die anderen vier Teile? Letztendlich muss ich ja das Ding hier beschießen. Ist auch viel zu kurz tatsächlich. Ja, die anderen vier müssen natürlich auch unten sein, sonst sieht die Geschichte ja nicht. Doll. Doll, doll, doll. Super, das hat ja hervorragend funktioniert. Vielleicht schauen wir uns erstmal einfach noch mal um, nur so, um reinzukommen. Ah, das ist definitiv ein Welle-Rätsel. Wobei ich mich frage, was das werden soll. Vor allem, wo soll das hin? Ne, also der hier, der geht auf jeden Fall, den drehen wir erstmal um. Dann, das passt. Ich vermute mal, das hier muss dann dahin, oder? Ah ja, fast.
Ja, das ergibt ja auch gar keinen Sinn, oder? Naja, doch, ein bisschen, aber nicht viel. Er kommt da hinten nicht durch. Funktioniert es eigentlich auch mit dem anderen Element? Ich glaube nicht, ne? Nee, so gar nicht. Ah, ja, das hatte ich ganz vergessen. Stimmt, wir können ja mit Strom das Ding hier hin und her lenken. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Aber was machen wir denn mit dem guten Dude hier? Vor allem, wo soll das alles hin? So eine richtige Lösung dafür habe ich auch noch nicht gefunden. Alles mehr. Wir gucken uns erstmal den ganzen Kram hier an. Ein wunderschönen Sandteil. Hey! So, wir konnten hier noch mal nach oben. Oh. So. Könnte mich bitte mal jemand anzielen? Danke. Dann können wir nämlich das Unwichtigste erstmal wegmachen. So. Ah, nochmal. Hier können Sie mich nochmal anziehen, Herr Hühnchen. So, was haben jetzt die Herren hier an Schwäche? Alles gut bei dir? Ja, bei mir ist soweit alles okay, denke ich. Also läuft halt, ne? So, wo kommen die nächsten acht? Nein, Elementüberladung, das war ja lange nicht mehr. So, erstmal General, erstmal überall Generalschaden einfach. Oh. Ah, das war nicht so cool.
machen wir den noch mal weg. Gebrochen, den guten. Alter. Wieso macht er noch so riesen Schaden, wenn man den gebrochen hat? Was für ein Quatsch eigentlich. Nein, Elementüberladung. Egal. Hat ja hervorragend funktioniert. Das war nun ein einfacher Raum. Den haben wir nun easy hingekriegt. So, jetzt kommen wir tatsächlich zu weiteren Elementen, die wir hier benötigen. Hier brauchen wir dann Eis. Und müssen das eine Ding dahin und das andere Ding dahin packen. Hier brauchen wir Schock. Und ja, okay, und wieso brauchen hier brauchen wir Feuer. Ich finde es ganz spannend, dass wir jetzt so viele Elemente brauchen. Die Frage ist, was brauchen wir wofür, wann und wie? Okay, wenn jetzt Feuer an ist, können wir teleportieren. Was ja erstmal eine gute Sache ist. Oh. So, das ist ja schon mal. Ups. Ne? Jetzt ist die Frage, was haben wir davon? Das ist eine gute Frage. Und abgesehen von Nachbarn und dass ich mir heute mal eine Rasur geholt habe. Eine Rasur. So wie einen neuen Briefkastenschlüssel geht es mir auch ganz okay. Also wenn man sich einen neuen Briefkastenschlüssel holt, holt man sich ja nicht ohne weiteres, sondern weil man einen Grund hat. Bei mir musste der Briefkasten schon mal aufgebohrt werden, weil mir der Schlüssel abgebrochen ist. Aber warum holt man sich denn eine Rasur ab? Unfreiwillig oder freiwillig? Warum zeigt das Ding dahin? Vielleicht hätten wir vorher doch Eis holen sollen. Und jetzt funktioniert auch der. Jetzt funktioniert auch der Stromkasten hier, okay. Also okay, ein Haarschnitt, okay, das ist ja. Okay. Jetzt ehrlich ist mir gestern mein Briefkastenschlüssel zerbrochen. Ungewollt versteht sich. Ja, ist bei mir auch, ist mir halt auch schon passiert. Eine ganz witzige Geschichte. Ich hab das dem, also bei uns ist nur einmal in der Woche der Hausmeister da, und zwar donnerstags. Und ich bin zu ihm hin, ich sag, dir ist da echt unglücklicherweise der Briefkastenschlüssel abgebrochen. Sagt er, das ist gar kein Problem, hat ein Ersatzschloss geholt, kommt mit einer Bohrmaschine an. Aber was für ein Teil, ne? So ein Bohrer, original. Und dann bist du so hoch oder so. Schraubt das Ding an die Bohrmaschine, links, also vorne Griff, hinten Griff, guckt mich an, das wollte ich immer schon mal machen, und bohrt dann volles Brett dieses Loch da in diesem Briefkasten. Hammergut, hammergut. Also dafür habe ich es gerne getan. Ohne Scheiß. Also finde ich jetzt nicht so mega schlimm tatsächlich. Ach, hier ist das Ding. Das heißt,
Das heißt, wir kommen da gar nicht so ohne weiteres durch. Das ist aber schlecht jetzt. Wegen der Barriere. Was machen wir denn jetzt? Im Übrigen erinnert die Musik hier in dem Dungeon mit dem Klavier total an Breath of the Wild. Also für mich persönlich. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Ach so, wir haben auch noch Strom. Ja, wenn wir noch Strom haben. Was genau? Ach so. So, wenn wir Strom haben, können wir dahin teleportieren lassen. Dann sollten wir vielleicht zuerst mit Feuer anfangen. Teleportieren jetzt hier unseren Dude. Ich will gerade überlegen, ob es sinnvoll ist, beide zu teleportieren, aber ich glaube, das ist nicht so geil. Den teleportieren wir jetzt nämlich hier hin. Stellen den hier ans Ende. So. Jetzt müssen wir nur noch zusehen, dass ich irgendwie. Alle drei auf Strom kriege. Das scheint eine Schwierigkeit zu sein. Das scheint eine Schwierigkeit zu sein. Auf Eis kriege ich die jetzt aber auch nicht mehr. Oder ich schiebe den so ein bisschen in die Richtung. Kann ich das dann so komplett schräg? Ja, das könnte eventuell klappen. Es passt nicht ganz. Ja, es wird der Winkel nicht besser. Man müsste vielleicht näher zusammenschieben. Damit der Winkel. Genau! Perfekt. Perfekt. Dann kann ich nämlich hier rüber. Ja! Cool. So, lustigerweise wusste ich nicht mal, wie ich das gemacht habe. Ich habe gestern meinen Schlüssel angeschaut, bin nochmal losgegangen, weil ich noch was holen wollte. Als ich dann im Hausflur stand und meinen Briefkasten aufmachen wollte, war der Schlüssel der anderer Meinung und hat sich krumm gestellt. Tja, blöd für mich. Ja, ich konnte auch 2, 3 Tage keine Post abholen. Bei mir war das auch eher so. Also so ähnlich wie bei dir. Der Schlüssel hat dann auch so einen 45-Grad-Winkel dann. Das hat ja auch gar nicht funktioniert so. Aber ja, oh Gott, das passiert halt mal, ne? Cool.
Dann kann ich jetzt nämlich unseren Eiskumpel hier hinstellen und kann mit Schock sagen, komm mal hier rüber. Geil! Der Raum hat mir gefallen. Ich hatte zu Anfang zwar jetzt gar keine Ahnung, wie es geht, aber mittlerweile läuft gut. So, was haben wir denn hier? Wir haben viel Teleportation. Wir haben noch was mit Schock. Nämlich hier. Und wir haben da unsere lustige Kugel. Und jetzt haben wir einen Knopf, womit wir das Ding nach da teleportieren können. Warum auch immer. Ich verstehe die Notwendigkeit noch nicht so ganz. Zurechtrücken war dann nicht mehr, ist mir nur das zweite Mal passiert. Naja, ja, aber es ist also wirklich das. Es gibt viel Schlimmeres, ohne Scheiß. Also passiert halt mal. Ich verstehe den Sinn dahinter noch nicht so hundertprozentig, was das werden soll. Der geht da nur drum rum, der bleibt da nicht stehen, der hält sich daran nicht fest. Aber wäre auf jeden Fall eine gute Blockade. Kleine Werbung am Rande. Mr. Junker 09 hat eine Abstimmung gerade zum Laufen über das nächste Streamprojekt gebracht. Okay, würde mich da freuen, wenn du da auch mit abstimmen könntest. Ja, dann schick mal einen Link. Der bleibt da stehen. Warum bleibt der da stehen? Ich meine, klar, ich kann das bis hier hinschieben. Was würde dann passieren? Ah, wir müssen den einmal ganz rumschicken. Okay. Wir müssen den einmal ganz rumschicken. Und zwar so, dass unser Dings hier, unser Block, immer auf dem Transporter-Ding steht. Die Frage ist, wie machen wir das am Geschick? Das müssen wir vorher ausprobieren. Dann geht er hier rum. Aber dann müsste ich aber irgendwie so ein Ding machen, ne? Nee, wie bekomme ich den denn jetzt dann dahin? So. Ah. Also der erste geht so und der zweite geht dann quasi so. Das ist schwierig.
Das freut mich. Ach, und es ist eine Mehrfachabstimmung. Kann ich also mehr als einmal wählen. Schön, dann machen wir das mal eben kurz. Wozu sind wir hier live, um Dinge zu tun? Ups. Ich bin gerade überlegen, kann ich das über mein Smartphone machen? Das wäre ja spannend. Ja, aber ich kann den Chat nicht mehr aufrufen. Lol. Ja gut, dann machen wir das schnell anders. Das ist ja kein Problem. Wir sind ja flexibel. Wir sind ja flexibel. Kriegen wir hin. Strawpoll. Müsste ich mir auch mal zulegen. Mehrfach Antwort möglich. Was soll das nächste Stream-Projekt werden? Was würde ich mir denn angucken? Zelda 1 würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich würde mir angucken Dark Souls. Ich würde mir angucken. Ach nee, Terraria, gar keinen Bock. Super Metroid, ROM-Hack. Oh, A Link to the Past würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ich hoffe immer noch, dass Bloodborne irgendwann mal für den PC rauskommt, ne? Das möchte ich eigentlich gerne mal selbst spielen, aber mir dafür eine Konsole holen, puh. Demon's Souls Remake wäre auch eine geile Idee, gibt es auch nicht für den PC, was ich auch schade finde. Sekiro, Shadows Die Twice. Alle Gebetsketten und andere Endings. Das ist eine Herausforderung. Hollow Knight und. Oh, Hollow Knight ist auch krass. Da gibt es auch ein recht, richtig fieses Level. Hades ist geil, ist aber nicht so mega schwer, glaube ich. Okami, aber habe ich noch gar nichts von gehört. Wie, du hast keine 10 PCs, die allein sind, um mehrere Dinge zu machen? Nö, habe ich nicht. Da bin ich ein bisschen knauserig, muss ich mal ganz einfach sagen. Da bin ich aber ein bisschen knauserig, ja, so. Das Geld hätte ich ohne Probleme. Nein. So, das hätten wir und dann hätten wir das. Ah, Doom Eternal will ich selber noch spielen, habe ich noch nicht durch. Horizon Zero Dawn Replay New Game Plus Ultra Schwer. Auch nicht schlecht. Ah, Returnal soll auch gut sein. Ah, schwierig. Demon's Souls Original. Auf die Abstimmung bin ich sehr gespannt. Abstimmen. Oh, Super Mario Odyssey liegt vorne. Gefolgt von Pokémon Mystery Dungeon. Und danach Ori and the Will of the Wisps. Ich bin so weit weg mit meinen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay. Ja, ich bin ja mal gespannt. Wie lange läuft das Ding noch? So. Gut, schön. Dann gehen wir mal wieder zurück. Bis zum 28.10. Da ist ja noch ein bisschen was drin. 7 Tage. Kann man machen. So. So, Timing-Rätsel mal wieder on fleek hier. Lol? Hä? So, nochmal. Ha,
als ob das gerade nicht funktioniert hat. Das Ding will mich doch verarschen. Das gibt's ja nicht. Ach! So. Aber das Prinzip haben wir schon mal verstanden. Es mangelt nur noch an Skill. Hoch. Habe doch ein gutes Gefühl gehabt, dass dir da gewisse Projekte zusagen. Es freut mich, dass du für Zelda und Metroid gestimmt hast. Dankeschön. Gerne. Wenn das sind ja so Sachen, also Metroid, das interessiert mich persönlich halt auch. Und Zelda ja sowieso. Also von daher geht schon. Wer ist er denn? Ah, Welle und Schock. Ach, der Typ war das. Der Typ war das. Alter! Gott sei Dank, die machen wir jetzt noch so fertig. Was soll denn das hier? Warte mal, wie waren die? Schock? Ja, 50% auf Schock. So. Also das ist schon geil mit dem Schock-Ding. Weg damit. Oh. So. Wo kommt der dann vier? Ah, nochmal das gleiche in grün. Oh, mit mehr. Hier, Welle Erdball am Start. Alter. Jetzt wird's gefährlich. Ja.
Auch gebrochen. Gott, wenn ich keinen Strom habe, treffe ich die noch nicht mal. Moment. Ach so, ich habe ja, ich muss ja einfach nur nicht ge ich muss ja einfach nur nicht getroffen werden. Dann muss ich ein bisschen abwarten. A Self-Healing ist schon echt geil, muss ich sagen. Ich warte aber, bis es wieder besser geht. So. Freigeschaltet Schwimmen in Geld einfach. Tschüss. Strom ist immer gut. Jo. So. Mit was? So, somit hat der SM-ROM-Hack immerhin zwei Stimmen. Ja, großartig. Siehst du, war eine gute Idee, mal neu zu skillen. Auf jeden Fall. Ich habe mir, glaube ich, bei einigen Leveln auch echt das alles ein bisschen zu schwer gemacht. Ich hätte mir viel, viel früher schon den Skill-Tree mal anschauen und neu belegen sollen. Das hätte sehr viel mehr Sinn ergeben. Ah, und jetzt schaltet sich der andere. Ach so. Ja, der hätte es ja von Anfang an gar nicht funktionieren können. Ja, dann ist ja klar. Dann ist ja klar. Jetzt muss ich von Tür zu Tür laufen und dann die einzelnen Säulen nach unten schalten. Ach ja, gut, okay. Das ist natürlich. Das ist natürlich ein Ding, ne? Das Problem ist bloß, ich muss jetzt, ja, verstehen, wie dieses Rätsel ja funktioniert. Das ist natürlich bitter. GZ zu 1 Million Credits. Ja, danke. Ich hätte ganz gerne 1 Million Credits, aber ich habe ja nur insgesamt im ganzen Spiel 1 Million Credits eingesammelt. Aber hey, reicht ja. Tja, wie finden wir jetzt raus, wie das hier funktioniert? Also wir können unseren Welleball hier nach oben schicken. Oder nach da schräg unten? Warum ist denn der nach oben weggegangen? Ach so, weil der Pfeil nach oben zeigt, ja klar. Na gut, nach hier oben, das zur Wand hin, ergibt ja gar keinen Sinn. Gerade nach oben auch nicht. Wir können ja nur nach schräg oben links schicken. Ja, das ergibt ja gar keinen Sinn, weil er fliegt ja dran vorbei. Was können wir denn hier drehen? Da geht er auch geradeaus. Hier würde er nach schräg unten gehen. Was brächte uns das denn? Hä? Ach so, der kommt da gar nicht an. Der geht so dran vorbei. Ja, das ist dann auch albern. Nach oben ist auch albern. Das ist der einzige Weg, wie wir das Ding schicken können. Denk an die Baba Is You Herangehensweise. Welche von den vielen? Das hatten wir gerade schon, das ist Quatsch. Damit treffe ich überhaupt nichts. Ja, damit doch aber auch nicht. Jetzt ergibt ja alles gar keinen Sinn. Das ergibt alles so wenig Sinn.
Oder ich hole mir jetzt erstmal den Block hier rüber. Und stellen erstmal hier hin. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Aber auch gar nicht so gut. Wenn der hier nach unten geht. Und ich den quasi hier hinschiebe. Was habe ich davon? Nichts. Gut. Was musst du machen und wo ist das Ziel und der Beginn? Den Beginn hast du ja schnell gefunden, aber wo ist das Ziel? Das frage ich mich halt tatsächlich, weil also das Ziel ist ja klar, das ist da. Also dort. Wenn die blaue Wand weg ist, dann können wir uns eine Etage nach oben oder nach unten bewegen. Also das ist das Ziel, da müssen wir hin. Und dafür muss die blaue Wand weg. Doch, wie kriegen wir die blaue Wand weg? Ich glaube, die blaue Wand kriegen wir weg, wenn... Das ist aber nur eine Vermutung. Wenn da ein Strom Ball drauf läuft, beziehungsweise wenn dann eine... Nee, wenn ein Welleball auf das Ding drauf läuft. Weil wir sind ja hier die Punkte, die grauen, die sind hiermit verbunden. Das heißt also, wenn wir jetzt diesen Welleball, den wir generiert haben, so manövrieren können, dass der hier auf dieses Stromding auftaucht, drauf trifft, dann geht das Ding aus und dann geht das Ding hier aus und dann können wir weiter. Also das ist so die Geschichte. Das ist so, der Anfang ist hier, weil da ist unser Strombällchen, ne? Wir können das Strombällchen nicht nach hier irgendwo hinschicken, denn da sind hier diese ganzen Löcher. Wir können höchstens so einen ganz krassen Winkel versuchen. Also geht nicht. Also der Weg ist schon der richtige. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir den Ball so manövriert bekommen, dass der quasi hier lang kommt. Irgendwie. Und dann letztendlich halt auf das Ding auftrifft. Was wahrscheinlich so funktioniert. Das heißt, er muss also von hier nach da oben, dann da schräg drauf und dann so. Das ist so die Geschichte dahinter. Warum haben wir jetzt allerdings hier unten noch Sachen? Das irritiert mich so ein bisschen. Der Weg hier unten, der ist ja nicht umsonst so, wie er ist. Weswegen ich es eigentlich, also ich gehe halt stark davon aus. Dass tja. Haben wir damit den Winkel geändert? Nee, ne? Hmm.
Ja, der haut, der übergeht die Dingen sofort. Komplett. Der übergeht die Magnete sofort komplett und verschwindet in der Wand. Ich denke, dass du die Kugel einmal schräg durch den Raum schicken musst oder halt eckig, so dass du vom Start aus nach oben, links, nach unten, links, nach oben geht. Ja, genau. Also, dass er von hier aus nach unten geht, dann hier drauf auftrifft, dann eigentlich, wenn er hier auftrifft, hier nach unten weitergeht, hier auftrifft, dann geht er um die drei Säulen rum und dann müsste er quasi nach oben und müsste dann wieder auf die Säule hier auftreffen, wird dann weitergeleitet und dann hier drauf. So, das ist die Idee. Aber wie kriege ich jetzt unsere Welle, unsere Wellekugel so zielgerichtet dahin, dass sie nach unten abgeht und nicht nach links? Das ist mein Problem. Ach so, falsches Element. Habe ich damit irgendwas gewonnen? Nee, ne? Geht nach oben, geht nach oben, geht nach schräg oben. Ha, das ist auch eine gute Richtung. Ja, nach oben, nach oben, nach schräg oben. Ja, das ist die einzige Richtung, wie ich das Ding schicken kann. Mehr kann ich nicht machen. Mehr kann ich nicht machen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das bleibt dann da hängen. Ist ja klar. Ich denke auch, dass die Position hier eigentlich schon ganz richtig ist. Der muss hier auftreffen, der muss aber eigentlich nach unten gehen. Deswegen müsste da eigentlich, also wirklich direkt am Magneten dran sitzen. Und der muss so auftreffen, dass es hier nach unten weitergeht. Dann habe ich nämlich Zeit, via Strom das Ding rüber zu schicken und dann auf die andere Seite zu packen, dass dann da die Transition funktioniert. Das ist auch wieder so ein Timing-Ding. Also während die Kugel quasi hier nach unten geschossen wird, müsste sie nach unten abgelenkt werden. Und während das passiert, kann ich dann so triggern, um dann so zu triggern. Und dann kommt die Kugel da unten lang und geht hoch und dann war es das. Das ist so die Idee dahinter. Na? Es ist alles eine Frage der Positionierung. Okay. Das war knapp. Das war knapp. Jetzt geht's hier nach unten. So. Ach, meine Freunde.
So. Jetzt habe ich mich die ganze Zeit um die anderen Dinger gekümmert. Ich müsste mich eigentlich viel mehr, oh, um die Pflanzen kümmern. Na, siehst du, ist gar nicht so schwer gewesen. Man muss halt nur erstmal eine Idee haben. Ja. Dass sie mich immer noch treffen, ne? Na komm, den letzten kriegen wir doch auch noch. So. War knapp. Ich komme mit diesem ganzen gestärkten Sauerampfer da, komme ich noch nicht so ganz klar. War knapp. Aber wir haben es geschafft. Und jetzt geht's wieder hoch. Wer hätte es gedacht? Ein weiteres Schock- und Welle-Rätsel offensichtlich. Oder zumindest ein Schockrätsel. Ah. Habe ich noch nicht ganz verstanden. Da haben wir unseren Teleport-Dingsy. Den müssen wir wahrscheinlich da drauf stellen. Also das, den Freund hier hinten. Den da. Oder kriege ich das so hin? Ah, viel. Toll! Fast. Wäre machbar unter Umständen. Aber dann eben auch nicht. Also, die Idee dahinter ist, glaube ich, klar, oder? Wir müssen dieses Ding halt hier drauf packen. Und wenn das, wenn der, was ist denn das überhaupt? Also, Klotz. Babas Jüdingsweise ist immer der Schlüssel zum Erfolg. Ist tatsächlich häufig so, ja? Wenn wir jetzt also diesen Klotz hier reinschieben, dann gehen die Dinger runter und wir kommen wieder einen weiter. Und den Klotz hier brauchen wir, damit wir quasi etwas haben, was hier drauf steht. Damit wir uns dann von, ich weiß nicht, von A nach B teleportieren können. Keine Ahnung, wozu das da sein soll. Wozu gibt's das denn? Das ist ja das Ding. Der Magnet da ist ja totaler Quatsch. Ach, der funktioniert auch nicht. Das ist ja hervorragend. Obwohl, kann ich den teleportieren? Geht das? Ah, das geht nur mit dem anderen. Ach so. Das heißt, ich muss zusehen, dass der hier jetzt da steht, wo der da steht. Dann kann ich ihn darüber teleportieren. Aber was habe ich dann davon? Mir ist der Sinn und Zweck der Geschichte noch nicht so ganz klar. Ja, so kann ich resetten. Ah, okay. Okay.
Ja, der eine ist portbar, der andere nicht. Das habe ich jetzt auch rausgefunden. Muss man ja erstmal wissen. Hätte ja sehr gerne, dass es trotzdem mit beiden geht. Jetzt ist halt die Frage, wie werden wir den einen los und den anderen, also, ne? Was bringt mir das überhaupt, wenn der Portbare hier steht? Was ist denn der Sinn dahinter? Mir ist sehr vieles noch sehr unklar, muss ich sagen. Cool. Ich glaube, das ist ein bisschen über Bande gedacht. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht. Das wäre grausam. Wir holen uns jetzt den hier, stellen den dahin. Ich hoffe, das funktioniert wirklich. Oh. Ja! Perfekt. Ich liege da hervorragend. Ja, mega. Dann machen wir das andersrum und schieben den jetzt einfach da rein. Sehr schön. Kann es sein, dass der Portbare nicht den Schalter annimmt? Doch, tut er tatsächlich. Haben wir ja gerade gesehen. So, jetzt immer darauf achten. Die orangenen Felder, sie können wir zwar nicht durchschreiten, aber man kann durch sie durchschießen. Minus 50 auf Blitz. Was war mit dem Manta-Rochen doch gleich? Also mit dem blauen Rochen. Was war mit dem? Irgendwas war mit dem. Irgendwas war mit dem. Boah, getroffen! Was? Komm hoch! Ich warte aber, bis er hochspringt. Das ist ja viel, viel einfacher. Ich treffe ihn trotzdem, wie lustig. Aha, ist ja mega lustig. Ja, ist ja hervorragend. Das da ist zu gefährlich. Das ist ja viel zu gefährlich. Dass mich ja trotzdem trifft, Alter. Ja, macht aber weniger Schaden, als dass ich regeneriere. Sowas. Es kommen 6 Stück davon? Oh nee. Ich wollte schon sagen.
Alter, was hat er denn hier? Ich dachte, das ist auch ein Schockding. Er ist Welle. Er ist einfach Welle. Ach so, halt, ich brauche erstmal Strom. Auch noch mehr davon. Oh nein, auf beiden Seiten gleich. Gar kein Bock. Oh, direkt gar keinen Bock, ey. Das ist ja was für Leute mit richtig viel Ausdauer. Ja, danke. Kann sein, dass ich mir sehr gut gemerkt habe, wie man den bekämpft. Aber es ist sehr langwierig. Sehr langwierig. Oh, das ging aber schneller als erwartet jetzt. Ah, Feuer ist sehr effektiv tatsächlich. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe nicht getroffen? Oh, wie unangenehm. Das war schön. Das ist nicht so schön. Lol. Als ob ich Eis drin gehabt habe. Oh nein. Wie unlucky. Na komm her. Komm her. So. Hohohoho.
Herzen verbrennen. Einfach Pflanzen verbrennen. Wer sagt denn, dass Welle besser ist? Einfach Pflanzen brennen lassen. So was? Kleine Frage am Rande. Du kennst doch sicherlich viele gute Rätselgames, oder? Wenn nein, ist okay. Wenn ja, kennst du ein Game, was nur auf Drehscheibenrätsel aufgebaut ist? Ich habe kein einziges Assassin's Creed gespielt. Kein einziges. Wirklich null. Es gibt kein Rätselspiel, was ausschließlich auf Drehscheibenrätsel basiert. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich kenne keins. Ich kenne viele Rätselgames. Ich spiele auch gerne sehr viele. Aber ich kenne keins, was ausschließlich auf Drehscheibenrätsel basiert. Das ist auch schon ganz schön nischig, muss ich sagen. Also, das finde ich persönlich ganz. Also, finde ich persönlich ganz schön nischig. Das ist auch ganz schön eintönig, findest du nicht? Ich meine, klar, es gibt Wimmelbildspiele, wo Leute dann Wimmelbilder spielen und so. Klar. Aber Drehscheibenrätsel ist für mich. Also, ich glaube, das wird auch spätestens am fünften Rätsel. Das ist, glaube ich, langweilig. So, und das war ja besser als gedacht. Das war ja gar nicht so schwierig. Die Pflanzen waren es, die mich da kaputt gemacht haben. Okay. Wir merken uns, Pflanzen einfach brennen lassen. Das ist. Ah, gucke mal. So. Jetzt sind 2 von 4 Säulen schon mal unten. Eine Säule können wir runterfahren, indem wir da eine Welle hinschicken. Und eine Säule können wir runterfahren, wenn wir eine Stromdings da hinschicken. Wie machen wir das denn mit der Welle? Ich hab's schon befürchtet. Wir müssen erst Strom machen und dann Welle. Okay. Komm! Das Timing! Das Timing ist wieder richtig schön schlecht. Ja, ich mag sowas sehr, genauso wie Lichträtsel. Ja, dafür gibt es ja zum Beispiel hier Dingenskirchen. Ich habe das. Oh, wie heißt das Spiel? Oh, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich hab's bei mir auf dem Rechner. Diese mechanische Hand, die Katze streichelt, als ist das Cover. Habe ich vergessen. Ja, der Talos-Prinzip, genau. Beide doch beide Kugeln vor und dann schickst du die beide ab und dann alle vier. Ja, gute Idee. Vielleicht ist das.
Geht, reicht nicht, guck mal. Ich muss auch zwischendurch das Element wechseln, von daher. Nee, ich muss separat losschicken. Ha! Es geht nach oben, Ladies and Gentlemen. Wir brauchen einen großen goldenen Schlüssel. Da ist er wieder, der Affe. Also, wenn es ein Affe sein soll. Einer ist den Baum hinaufgestiegen. Ja, das sind wir. Einer hat die Meisterschaft von Schock und Welle bewiesen. Jetzt kommen wahrscheinlich Feuer und Eis. Nun ist es an der Zeit für eine weitere Herausforderung. In der einer gegen einen anderen Meister des Schocks und Welle kämpft. Aber wir müssen gegen ihn kämpfen. Ja, Leel. Er hat doch keine Resistenz. Keine Resistenz. Okay, und ist halt mega stark einfach. Er hat ein Schild. Ah, gucke mal. Gebrochen, den Dude haben wir ihn. Ah, jetzt müssen wir Schock nehmen, so ganz easy. Wieder gebrochen. Wieder gebrochen, den Dude. Oh! Ah, nein! Ich hab nicht aufgepasst! Alter! Der kleine Bastard!
Na, was kommt jetzt? Mhm. Wow! Was ein unfassbarer großer. Daneben. Oh, Fehler. Oh, Phase 3 einfach. Das ist halt echter Bullshit. Was ist das denn? Ey. Halt, 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 halt! Ich hab keine. Oh nein! Schade, aber wir haben es beim ersten Mal gleich nach Phase 3 geschafft. Das ist schon mal ganz geil. Schon mal ganz geil. Und den. Haha, Jindu, Jun, ich rufe dich. Komm herbei. Ja, echt mal. Erinnert ganz bisschen an Dragon Ball. Nur so ein bisschen. Ein Affenmensch auf einer fliegenden Wolke. Eine fliegende Wolke ist auch total bescheuert. Wer kennt sie nicht? Die fliegenden und die gehenden Wolken. Ja, toll. Oder die rollende Wolke. In Phase 3 lässt er dir irgendwie keine Zeit mehr zum Atmen. Ja, irgendwie wird die Atemfrequenz kürzer und schneller und auch nicht wieder aufladbarer Dinge. Ja. Aber mehr als 1600 Schaden mache ich halt auch nicht, ne?
Was mach ich denn da, Alter? Phase 2 einfach. Na, es ist halt echt bitter. Dass sie zielsuchend sind, finde ich ja nach wie vor hervorragend, ne? Oh, 2000, immerhin. 3000, immerhin. Alter, wie unfair. Ah, dieses Zielsuchen ist einfach herrlich. Das war gut. Oh, jetzt gleich auf seine Wolke, wie lustig. Das war nicht so lustig. Das ist so ein beschissenes Timing, ne? Das ist vom Timing her so richtig ätzend. Oh, das war lustig. Das war nicht so lustig. Lol, getroffen. Entweder kriegst du richtig einen auf den Sack oder gar nicht. Nein! Too greedy! Ja, eine fliegende Wolke, ja. Wer kennt's nicht? Ja, Leute!
Herrlich, danke für den Clip. So richtig schön schäbig dumm. Ja, aber dein Gegner erinnert mich auch an den lila Ninja aus dem Turm in dieser Eislandschaft. Der lila Ninja aus dem Turm aus der Eislandschaft. Ach, der! Der lila Ninja? Keine Ahnung, wie du meinst. Dass der mich trotzdem noch erwischt, ne? So, Phase 2. Nicht so geil. Da kriege ich auch echt mal viel zu viel ab, ne? Oh, das ist ja immer noch Schaden, dem ärgert mich halt. So. Und wieder aufs Wölkchen. Nicht so schön. Okay. Das war schön. Mal ein bisschen Abstand ist auch ganz gut.
Sehr schön. Oh, Phase 3. Na Mensch. Da habe ich nicht aufgepasst, das war dumm. Und er schlägt zweimal zu, okay. Alter, wieso habe ich da nicht aufgepasst? So. Sehr schön. Man kann sehen, wo er ist, einfach. Ah, war nicht so schön. Ruhe bewahren, entspannt bleiben. Wieder nicht getroffen. Gebrochen, den Dude. Boah, nicht schlecht. Das war nicht so cool. Wenn man nicht getroffen hat. Sehr schön. Besiegt! Einer hat die Meisterschaft von Schock und Welle bewiesen. Doch dies war nicht seine letzte Prüfung. Ich werde ihn wiedersehen. Muahahahaha! Easy GG Third Try oder so. Ich glaube, das ist mein zweiter Lieblings. Das On-Point-Ding war immer noch geiler. Das On-Point. Ach so, ja. Da guckst du selber. Ja, mache ich nachher. Was?
Das ist der Lila Ninja. Ich habe mir den Namen nicht, ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Ach, da heißt er wirklich Lila Ninja. Lol. Lustig. So, wir haben Level Up, wir sind Level 47. Schön. So, ganz kurz, wir gucken uns mal. Bing. Ach, der Lila Ninja. Ach, der. Ja, weiß ich doch, weiß ich doch. Kennen wir doch, kennen wir doch. Sehr schön, jetzt haben wir hier die Tür zwar frei, besitzt aber keinen Schlüssel. Das haben wir ja gut gemacht. Aber wir müssen jetzt wahrscheinlich nach unten gehen, denn links und rechts sind ja keine Türen. Erste Hälfte ist rum. Puh. Hi. Puh. Spheromancer Lea, da bist du ja! Ich bin auch eben erst angekommen. Der Grasskopf hat ihr schon gewartet. In der Tat. Dennoch betrübt es mich zu sehen, dass ein Pentafist einen Spheromancer überholt hat. Apollo ist uns gar nicht mal so viel stärker als wir. Wir sind ihm, glaube ich, mittlerweile vom Level her entweder ebenbürtig oder überlegen. Ich wollte es nur noch mal gesagt haben. Tja, das Rennen ist noch nicht vorbei. Wer weiß, vielleicht überholt der Pentafist Amator am Ende auch dich? Jedenfalls haben wir soeben alle die Klingen mit dem Sohn des Ostens gekreuzt. Glaubst du immer noch, er sei bloß ein lustiger Affe, Pentafist? Der Kampf war recht fordernd, no? Man hat relativ schnell raus, wie die Movement-Sets waren. Eigentlich relativ simpel, fast schon so cool wie der letzte Gegner im letzten Tempel. Also hat da auch gar nicht so schlecht gefallen, muss ich sagen. Die Motte ist immer noch mehr zum Kotzen. Aber Affen sind trotzdem lustig und das wird auch immer so bleiben. Weiter geht's. Ah, es geht nach oben. Oh. Gibt es hier noch was zu erzählen, zu reden? Sitzen die alle und erholen sich irgendwie? Jetzt mal im Ernst. Ein lachender Affe, der auf einer Wolke fliegt? Das ist doch albern, oder nicht? Ja klar! Ja eben. Was haben sich die Entwickler nur dabei gedacht? Ehrlich gesagt, werden diese Bosskämpfe langsam ein bisschen zu verrückt für meinen Geschmack. Was kommt als nächstes? Ein Affe, der auf ein Hoverboard surft? Ja, vielleicht. Ah, ich wusste es. Als ich den großen Baum sah, da wusste ich, dass genau das passieren würde. Dass wir da hochklettern und über das dünne Geäst balancieren müssen. Diese bekloppten Spiele-Designer mit ihren dämlichen Höhen. Tja, tja. Ja, interessante Dialoge, die hier vonstatten gehen. Hi. Unzählige Blätter zusammengebündelt. Wie grüne Wolken am Himmel. Da hat er wohl recht. Habe ich doch gesagt, oder? Großartige Aussicht. Durch die Blätter sieht man fast nix. Ach, memm nicht rum. Weiter geht's. Warum die Eile? Ja, gute Frage. Warum die Eile? Man kann doch auch mal. Ah, eine herrliche Aussicht. Man sieht fast nichts. Schön. Ja, da ist das Transform und Lightning, ja. Da sind zu viele von denen auf viel zu engem Raum. Nicht aufgeben. Ich glaube an dich. Und ich dachte mal, die wären süß. Was? So, wir können jetzt hier nach oben rein und wir können, glaube ich, nach. Ja, wir können auch nach links rein. Und wir können wahrscheinlich auch nach rechts rein. Und wir können in die Mitte. Cool. Dann würde ich sagen, haben wir einen sehr, sehr schönen Punkt, um mal wieder abzuspeichern. Wir befinden uns jetzt am großen Kryskaio und zwar an der mittleren Abzweigung. Und von da aus geht es jetzt auch weiter mit Lea, Emilie und Apollo mit der zweiten Hälfte dieses Dungeons. Aber das machen wir dann erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich fürs Zusehen und hoffe, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank an alle, die im Chat aktiv gewesen sind.
Vielen Dank für alle, die im Lurk dabei gewesen sind. Und ich hoffe, dass wir uns in einem meiner nächsten Streams wiedersehen werden würden. Ob das bereits morgen Abend ist, weiß ich noch nicht. Freitags ist momentan immer noch so ein Ding. Aber auf jeden Fall geht es spätestens am Montag um 18.30 Uhr weiter mit der zweiten Hälfte des großen Kruskario Dungeons in Crosscode. Und bis dann wünsche ich noch einen wunderschönen Restabend, eine wunderschöne Nacht. Bleibt gesund und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Aber wie noch zu sagen, ich bin der Chris, das war Crosscode. Ich verabschiede mich und sage bis denn dann. Tschaußen.